herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind in Kaltern, denn wir sind diese 4 Tage wieder beim Guiden, beim EMTB Camp. Ja, das werden 4 Tage voller Trails und Action und wunderbarem Panorama. Jetzt sind wir ein paar Meter weggefahren und jetzt findet die Gruppeneinteilung statt. Romeo, der Head Guide, fährt hier gerade die Strecke vor, die die Teilnehmer dann nachfahren müssen. Und nach der Performance wird dann die Gruppeneinteilung gemacht. Und ja, es gibt 3 Leistungsgruppen, von dem her für jeden was dabei. Ich habe Gruppe 2 bekommen, das ist die mittlere Gruppe und nehme euch jetzt mal mit, was wir so erlebt haben. Wir haben einen super Blick über die ganzen Apfel- und Weinplantagen und sind beim Uphill zum Trail. Ja, Panorama auf den Kalterer See und im Hintergrund der Rosengarten. Das ist eben das EMTB Trail Camp, deswegen ist der Hauptfokus natürlich auf Trail fahren und die Umgebung genießen. Es gibt auch jeden Abend ein Abendprogramm, was natürlich freiwillig ist, aber sehr, sehr toll. Einmal mit Pasta-Party, mit Grillabend, mit Weinverkostung und zum Abschluss der Tage dann noch mit gemeinsamem Essen und dann eben Schlussfotoshooting. Und das ist wirklich eine große Familie in meinen Augen und macht super viel Spaß. Ja, wenn ihr das jetzt seht und euch sagt, ui, das ist mir zu schwer oder zu einfach, dann lasst euch nicht entmutigen, weil das ist eben, wie gesagt, die mittlere Gruppe. Also es gab sowohl eine Einsteigergruppe, dann eben hier die mittlere Gruppe und auch eine Profigruppe, die noch ein bisschen schwerere Sachen gefahren ist. Und neben dem Trail-Spaß einfach nur üben am Trail und eben ja, Guiding durch die Trails in der Umgebung, gab es natürlich auch immer wieder Techniktraining. Wir haben zum Beispiel die Bremstechnik unserer Teilnehmer verbessert und am Hinterradversetzen geübt. Also ja, Hinterradversetzen in Kurven, das angeschnitten, klärt und dann natürlich auch geübt. Dieser Videozusammenschnitt geht diesmal über alle 4 Tage. Das heißt, ich habe dann auch einige Sachen von den Abendveranstaltungen mit dabei. Natürlich viele Trails, Auffahrten und Panoramen. Schildkröten. Ich glaube, meine Gruppe ist nicht so begeistert wie ich, aber das macht nichts. Schau mal, wie begeistert die Gruppe ist. Perfekt. Ja. Strahlt er gerade so schön blau, das müssen wir natürlich festhalten. Petra, jetzt ehrlich, wie oft hast du das Foto schon gemacht? Ja. Das ist ein Video. Und deine Frage ist jetzt leider auch drauf. Auch an den meisten Abenden gibt es Programm und dazu zählt unter anderem die Weinverkostung. Hier ein kleiner Einblick für euch. Yeah! Ja, das macht die E-Bike-Camps aus, finde ich. Die Stimmung ist da meistens sehr, sehr gut. Besser als bei den meisten Bio-Veranstaltungen. Und ja, wer macht schon Bio? Wenn geil, dann E-Bike-Camp. Fleisch. Ist tatsächlich immer viel Spaß am Start. Gute Aussicht, jetzt hat es nochmal aufgerissen für uns. Ah, da grinst er. Er hat seine Pause bekommen. Da geht es über einige Spitzkehren rauf und das macht echt Spaß. Papa,
Tag 3 schon und heute geht's mal in die andere Richtung, Richtung Neumarkt auf die Chisloenalm. Das wird gut. Heute ist das Wetter auch wieder genial. Bist du bereit? Er hat ja meine Traumfarbe als Bike. Uns geht's jetzt durch die Apfelplantagen durch. Im Gänsemarsch. Und heute ist es echt wunderschön. Wird sicher ein genialer Tag. Jetzt wird es schon wärmer. Ja, werden schon die ersten Schichten abgelegt. Müssen die Jacken ausgezogen werden. Mhm. Aussicht des Kopfs. Kalterer See. Rohen. Unsere Auffahrtsstrecke. Und hier so eine mega Brücke. So schaut es aus, da sind wir jetzt gerade drüber gefahren und das war früher die alte Bahnstrecke. Bei uns geht es gerade mitten durchs Tunnel. Schaut mal die schöne Blüte an. Weiter geht's zur Chisloenalm, da sehen wir schon das Kreuz. Wir haben gerade ein bisschen Pause gemacht und wer wollte, konnte ein bisschen laden. Jetzt geht's wieder auf. 300 Höhenmeter. Jetzt wird's steil. Juhu. Und da wird auch schon fleißig geschalten überall. Sind wir bei der Chisloenalm. So schaut's aus. Und mit See und Spielplatz und mega mäßigen Panorama.
Ja, ja, das ist generell sehr eng mit dem Lenker. Der Trail. Danke dir. Was super. Zum Wohle. Zum Wohle. Auf den tollen Tag. Mega geile Trail, Fred. Zum Wohle. Zum Wohle. Wohl. Fred war etwas filmen. Trinker. Zum Ausklang der Tour gab es einen Aperol Spritz, aber zum Ausklang des Abends war Grillabend angesagt und der ist immer sehr, sehr lecker, das ist inklusive beim Programm. Grillabend heute. Mahlzeit. Schmeckt's euch? Und das ist jetzt eben diese Übung für den Kern. Finales gemeinsames Zusammenessen und das ist immer noch ein besonders schöner Punkt. Abschluss ist jetzt mit Gruppenfoto am Steg. Waren wieder mega schöne 4 Tage. Wetter war auch traumhaft. Machen wir doch so, das ist so, schaut's gut aus.